Wir haben gestern ein wunderbares Schauspiel gesehen mit den Trumpschen Fake News. Die Frage ist aber, wer ist in diesem ganzen Schauspiel eigentlich der Täter und wer ist das Opfer? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was heute zu erwarten ist. Nach der gestrigen Fake News Reality ausgegangen war von optimistischen Aussagen von Donald Trump, der gesagt hat, ja, die Chinesen, die haben uns angerufen, die wollen unbedingt einen Deal. Der Hintergrund dieser ganzen Geschichte, so zeigt sich wohl immer mehr, waren Aussagen von Liu He, dem Vizepremier und Chefverhandler der Chinesen, der gesagt hat, Leute, lasst uns das Ganze nicht eskalieren, lasst uns zur Vernunft zurückkehren. Die Chinesen haben nicht angerufen nach allem, was man weiß und was die Chinesen vor allem selber sagen, sondern Trump hat das einfach behauptet, möglicherweise durcheinander gekriegt, wahrscheinlich aber bewusst behauptet, um damit ein Abtauchen der Märkte zu verhindern. Er war sich ja natürlich klar, dass seine Erhöhung der Zölle, die er am Freitag nachbörslich per Twitter ankündigte, sicherlich einige Auswirkungen auf die Märkte haben würde. Und er hat mit einem einzigen Satz, mit einer einzigen Lüge oder einer einzigen Unwahrheit oder einem einzigen Versehen es geschafft, wieder mal geschafft, die ganze Geschichte zu drehen. Und das ist das Muster, das wir immer wieder sehen. Trump schafft negative Fakten, zumindest aus Sicht der Aktienmärkte, nämlich Zölle. Denn das schafft Investitionsunsicherheit, das bringt Druck auf die Margen, das erhöht die Kosten etc. etc. und schafft es dann mit windelweichen Aussagen in Sachen Optimismus das Ganze wieder zu reparieren, zumindest an den Märkten. Aber die Frage ist, wie lange wird Trump noch Täter, also aktiver Treiber sein und wann wird er zum Opfer, wann wird er also zum passiv Getriebenen? Und je näher wir zur Wahl kommen, zum Wahltermin im November 2020, umso mehr wird er der Getriebene sein, nach meiner Auffassung, weil sein Spielraum sich immer weiter verengt. Deswegen braucht ja Donald Trump auch so dringend diesen Deal, den er dann wiederum den Chinesen zuschreibt. Ja, die Chinesen, die brauchen unbedingt diesen Deal. Nein, Donald Trump braucht ihn, weil er ein Zeitproblem hat und weil ihm möglicherweise die Wirtschaft dann noch absäuft zwischendurch. Und das kann er nicht brauchen. Das ist etwas, was nicht funktioniert. Eine Rezession, das ist Gift für einen Präsidenten, der wiedergewählt werden will. Also das wird so nicht funktionieren. Schauen wir uns mal ein paar Dinge an, die interessant sind, vielleicht in diesem Kontext. Hier sehen wir das Handelsbilanz der USA mit China. Da hat Trump nicht so wahnsinnig viel dran geändert an dieser Geschichte. Und auch auffallend, was Holger Czepitsch hier sagte, vor drei Tagen hat Trump noch Xi Jinping als Feind bezeichnet, in eine Reihe mit Jay Powell gestellt. Jetzt ist er natürlich wieder Best Friend, Great Leader. Also diese Hin- und Her-Wackelei, diese totale Relativierung von dem, was man als Wahrheit bezeichnen kann, das ist ja das, was Trump ausmacht. Eigentlich der Wahrheitsbegriff wird unterminiert, wird zerschossen. Wahrheit ist das, was ihm nützt. Worte sind Kapital, sind eine Investition in seinen politischen Nutzen. Dementsprechend kann man heute das eine behaupten, morgen das Gegenteil behaupten. Je nachdem, wann es eben wie nützlich ist, das ist die eigentliche Gefahr, die eigentliche Vergiftung, die durch Trump passiert, dass der Wahrheitsbegriff komplett zerschossen wird, durchlöchert wird, aufgeweicht wird. Und damit eben alles wahr ist und eben auch alles falsch ist, das ist genau das Problem. Schauen wir uns noch ein paar interessante Dinge an. Die Märkte haben eigentlich ja oder hätten eigentlich ja durchschauen müssen, dass das Fake News sind, nachdem die Chinesen klar gesagt haben, nein, wir haben nicht angerufen und gesagt haben, wir werden Gegenmaßnahmen gegen die neuen Zölle von Donald Trump ergreifen. Hier sehen wir die Market Implied Odds of a China Trade Deal, also die marktimplizierten Wahrscheinlichkeiten, die sind gestern massiv nach oben gesprungen nach diesen unsubstanzierten Aussagen von Donald Trump, dann aber deutlich wieder zurückgekommen, als die Märkte dann ein bisschen wieder zurückkamen. Am Ende hin zum Handelsende sind die US-Märkte nochmal nach oben gegangen, da stieg dann plötzlich die Wahrscheinlichkeit wieder. Also Fakten sind nicht das, was die Wall Street vordergründig interessiert. Apropos Fakten, Donald Trump, gestern ja der G7-Gipfel, alles hat sich auf die Aussagen fokussiert zu China. Aber es gab hier auch ein Klimameeting, da sehen wir Merkel und Macron und der Platz, der frei geblieben ist, das war der von Donald Trump. Das ist vielleicht auch mal erwähnenswert. Erwähnenswert wäre auch das, was wir gestern gesehen haben, IFO-Index. Die Märkte haben sich also sozusagen auf Fake News fokussiert, weil sie es wollten, aber haben ignoriert, dass der IFO weiter absäuft. Das sind aber die eigentlichen Themen, das sind die eigentlichen Fakten. Wir haben eine nachlassende Konjunktur, die durch die Aktionen von Donald Trump noch schwächer wird. Das spiegeln die Anleihemärkte wieder. Wir sehen hier praktisch neues
rekordtief bei den Spreads zwischen den 2- und den 10-jährigen Anleihen, gilt auch für die 3- und 3-monatige und 10-jährige US-Staatsanleihe. Hier sehen wir niedrigster Stand seit 2007. Die Zinskurve invertiert sich also immer weiter. Das sind die Botschaften der Anleihenmärkte, die sagen, da kommt schweres Fahrwasser auf uns zu in Sachen Rezession. Und die Märkte lassen sich dann von Donald Trump mit solchen windelweichen Aussagen gleichwohl wieder fangen. Policy Uncertainty, Economic Policy Uncertainty, das ist dieser Chart hier. Also die ökonomische Unsicherheit, der Ausblick für die Ökonomie aufgrund der Wirtschaftspolitik vor allem eines Donald Trump ist auf einem Allzeithoch. Hier sehen wir diesen starken Ausschlag. Das sind eben jetzt die Normalitäten. Da ist heute das der Fall. Heute werden Zölle angekündigt. Morgen wird gesagt, ach, wir haben uns doch wieder alle lieb, aber die Zölle bleiben dann trotzdem. Das ist eben der Punkt. Die Fakten sind gesetzt. Das andere ist nur Beiwerk. Das andere ist bla bla. Lasst uns doch mal an den Fakten orientieren. Und Fakt ist, dass Stand jetzt die Zölle zum 1. September kommen. Die neuen Zölle, die alten Zölle dabei erhöht werden und dann am 1. Oktober noch weitere Zölle draufkommen. Das sind die Fakten, alles andere ist eben nur windelweich. Schauen wir uns ein paar Kurse an, was da der Fall ist, was hier zu beachten ist, beziehungsweise vielleicht noch die Kursentwicklung. Hier sehen wir, dass wir beim S&P 500 in einer Range sind. Wir hatten gestern einen sogenannten Inside Day, also da hat sich sozusagen an der Gesamtkonstellation wenig verändert. Umsätze sehr, sehr mau, etwa 20% unter dem Durchschnitt. Und wir sehen hier eben dieses Muster, das wir hier schon mal gesehen hatten. Diese Unsicherheitszone rauf, runter, runter, rauf. Der VIX könnte möglicherweise, den Sie hier unten sehen, oben der S&P, der könnte möglicherweise ausbrechen mit einer Bullenflagge. Schauen wir uns die Charts an. Das ist der S&P 500. Hier sehen wir den Abverkauf, hier die gestrige Erholung aufgrund der Fake News. Vor allem jetzt sind wir bei 2897 beim Tech-Index. Nasdaq sieht man das ein bisschen ausgeprägter noch. Hier sehen wir diese Seitwärtsbewegung auf höherem Niveau, nachdem man verhindert hat, dass die ganze Geschichte hier deutlicher nach unten geht. Nachdem Trump verhindert hat, dass die Geschichte deutlicher nach unten geht, schauen wir uns den DAX an, da ist er, da kommt er mit 11.675, so wahnsinnig viel ist da nicht passiert beim deutschen Leitindex. Der Euro hält sich im Bereich 1,11, dieser Höhenflug ist ein bisschen vorbei, der kam, weil der Dollar abverkauft wurde, als Trump die Zölle ankündigte oder die Anhebung der Zölle und neue Zölle, 1.528 das Gold und the Crude Oil ist nicht begeistert. Kann also von dieser Fake News Euphorie nicht profitieren. 53,83 $, die Charts von Capital.com. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Normalerweise müsste eigentlich so ein bisschen eine Auspreisung dessen kommen, was wir gestern gesehen haben. Heiße Luft ist heiße Luft und irgendwann merkt man, dass es nur heiße Luft ist. Substanz ist Substanz und irgendwann merkt man, dass Substanz ist. Und die Substanz sind die Zölle, sind die Fakten. Das andere ist heiße Luft, die sich jetzt in Wohlgefallen bald wieder auflösen wird. So ist das nun mal mit Nebelfunktionen. Jedenfalls wäre es eigentlich logisch, dass dieser Siegeslauf, diese Rallye, die wir gestern gesehen haben, sich heute nicht fortsetzt. Es sei denn, man will unbedingt an der Naivität festhalten. Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt erstmal das Allerbeste Ihnen an diesem wieder herrlich warmen Dienstag. Servus und tschüss.